Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch wenn die Pegelstände langsam sinken, ist die Hochwasserlage in Bayern weiter angespannt. Dort wurde heute ein viertes Todesopfer gefunden. Von den Fluten besonders betroffen ist noch immer das niederbayerische Passau, wo drei Flüsse zusammenlaufen. Fordernd ist die Lage auch aufwärts der Donau in Regensburg. Hier bereitet der durchweichte Untergrund Probleme. Auch von stehenden Schiffen kann in diesen Tagen Gefahr ausgehen. Bei Schiffsführer Christoph Seidel klingelt mitten in der Nacht das Telefon, raus aus dem Bett um 2.30 Uhr. Er bekommt die Nachricht, dass die Kaimauer an der Werftstraße einstürzen könnte. Das betrifft uns insofern, dass unsere Schiffe mit ihren Tauen an der Mauer festgemacht sind. Und wenn jetzt die Mauer komplett einstürzt, sind natürlich auch die Schiffe gefährdet, dass die treiben gehen können. Und dann kann es bis zum Äußersten kommen, dass sie untergehen und dass wir Ölkatastrophe haben. Die Lösung: Seidel und seine Kollegen werden mit dem Hubschrauber auf die Schiffe gebracht, um sie vom Ufer wegzubringen und an freistehenden Stützen, sogenannten Dalben, festzumachen. Die Kaimauer ist einsturzgefährdet, weil das steigende Grundwasser den Boden in Bewegung bringt. Deshalb pumpt die Feuerwehr am Mittag kontrolliert Wasser auf die trockene Seite der Hochwasserelemente, um den Druck auszugleichen. In Passau dagegen zieht sich das Wasser langsam zurück. Der Pegelstand immer noch mehr als 9 Meter, der Höchststand lag gestern bei 10 Metern. Die Feuerwehr transportiert Anwohner und Touristen mit Booten durch die geflutete Altstadt. Dass sie Verpflegung kaufen können, dass sie zum Einkaufen gehen können, holen wir es ab und bringen wir es wieder zurück. Die Passauer Altstadt ist eine Halbinsel zwischen Inn und Donau. Die Einsatzkräfte hier sind erprobt im Umgang mit Hochwasser. Mit den sinkenden Pegelständen fällt aber auch von ihnen etwas Druck ab. Ich glaube, allen Beteiligten ist momentan die Erleichterung anzusehen oder zu spüren, weil dadurch doch jetzt sicher ist, dass wir das Gröbste schon überstanden haben, auch wenn die richtige Arbeit jetzt dann erst losgeht. Bis alle Hochwasserschäden sichtbar werden, könnten in Regensburg und Passau noch mehrere Tage vergehen. Die Bundesregierung hat ein neues Konzept zur Verteidigung des Landes beschlossen. Es geht um alle Krisen und Konfliktfälle, auch um Cyberbedrohungen, also Angriffe jenseits militärischer Gewalt. Um das Thema Sicherheit ging es heute auch im Bundestag. Verteidigungsminister Pistorius musste Fragen zur Einsatzfähigkeit der Bundeswehr und zur Bedrohungslage durch den Ukraine-Krieg beantworten. Baustellen hat der Verteidigungsminister genug. Fehlendes Material, fehlendes Personal, dazu der Ampelstreit um den Haushalt. Heute soll Pistorius dem Parlament dazu Rede und Antwort stehen. Nach mehreren provokativen Fragen der AfD platzt ihm der Kragen. Es gibt kluge Fragen und es gibt dumme Fragen. Ihre ist eine kluge, wenn ich das sagen darf. Und dumme werden an anderer Seite des Hauses gestellt und meistens auch noch mit Geldzahlungen verknüpft, die gerne auch mal aus Moskau oder aus Peking kommen können. Ich bitte Sie wirklich, mit den Abgeordneten auch respektvoll umzugehen. Ob einem die Frage gefällt oder nicht, finde ich, spielt keine Rolle. Es geht viel um die militärische Unterstützung der Ukraine und die Frage, wie Deutschland wieder kriegstüchtig wird, wie Pistorius es wörtlich bis 2029 fordert. Dafür hält er auch eine neue Form der Wehrpflicht für notwendig. In einer Woche will er seine Pläne dazu vorstellen. Können wir denn davon ausgehen, dass es eine Pflicht in Ihrem Wehrpflichtsmodell geben wird? Nach meiner festen Überzeugung wird es nicht gehen ohne Pflichtbestandteil. Am Morgen schon beschließt das Bundeskabinett ein neues Gesamtkonzept für die Verteidigung Deutschlands. Es legt fest, wofür Bundeswehr, Hilfsorganisationen und Zivilschutzbehörden bei Katastrophen und Kriegen verantwortlich sind. Das alte stammte noch von 1989. Bedrohungen aus dem Cyberraum beispielsweise gab es damals schlicht noch nicht. Und die Verteidigung steht auch bei dem Besuch des Bundeskanzlers auf der Luftfahrtmesse bei Berlin im Zentrum. Scholz betont, wie wichtig die deutsche und europäische Rüstungsindustrie ist. Zugleich setze ich mich mit Nachdruck für den Erhalt und den Ausbau von Produktionskapazitäten ein. Deshalb werden wir noch in dieser Legislaturperiode 20 weitere Eurofighter bestellen. Bleibt die Frage, wie viel Geld langfristig für die Verteidigung zur Verfügung steht. Vor allem, wenn das 100 Milliarden Sondervermögen Ende des Jahres aufgebraucht ist. Bisher ist nicht einmal klar, dass Pistorius die von ihm geforderten knapp 7 Milliarden Euro mehr für das nächste Jahr genehmigt bekommt.
Die Bundesregierung will mit Steuervorteilen dafür sorgen, dass es wieder mehr bezahlbare Wohnungen gibt. Das Kabinett brachte dazu heute einen Gesetzentwurf auf den Weg. Von den Entlastungen sollen sozial orientierte Unternehmen, Vereine oder Stiftungen profitieren, die dauerhaft Wohnungen unter der ortsüblichen Miete anbieten. Martina Schwedling aus Leverkusen sucht dringend eine Wohnung. Ihr Vermieter hat ihr wegen Eigenbedarfs gekündigt. Inzwischen hat sie sich 46 Mal erfolglos um eine Wohnung beworben. Es ist katastrophal. Es ist einfach nichts zu bekommen. Um mehr bezahlbare Wohnungen zu schaffen, will die Bundesregierung die vor 34 Jahren abgeschaffte Wohngemeinnützigkeit wieder einführen. Geplant ist, Unternehmen, Vereine oder Stiftungen sollen Steuererleichterungen erhalten, bis zu 2.000 Euro pro Wohnung pro Jahr. Dafür sollen sie dauerhaft Wohnungen unter der marktüblichen Miete anbieten. Laut Bauministerium könnte das rund 105.000 Mieterinnen und Mietern zugutekommen. Davon profitieren viele, weil es eine weitere Säule ist, neben dem sozialen Wohnungsbau, um dauerhaft bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen. Im Koalitionsvertrag hatte die Regierung aber auch Investitionszuschüsse für solche Wohnungen versprochen. Geht nicht, sagt der Bundesfinanzminister. Mehr ist darüber hinaus nicht geeint und auch finanziell nicht darstellbar. Die Wohnungswirtschaft kritisiert, ein Umschwung auf dem Wohnungsmarkt sei so nicht zu erreichen. Der Wumms, den wir bräuchten, der muss auch im regulären Markt stattfinden und darauf warten wir. Der Mieterbund enttäuscht. Ich fürchte, dass es nur eine Mini-Gemeinnützigkeit geben wird, die auf relativ wenige beschränkt ist und nicht den Durchbruch bringt. Martina Schwedling aus Leverkusen hofft, dass eine ihrer zahlreichen Bewerbungen doch noch Erfolg haben wird. Unwahrscheinlich, dass es mit der geplanten Wohngemeinnützigkeit bald viel mehr Wohnungen zu dauerhaft niedrigen Mieten geben wird. Wohl auch deshalb hat die Bundesbauministerin Investitionszuschüsse noch nicht aufgegeben. Doch die Gespräche darüber mit dem Finanzminister dürften nicht einfach werden. BAföG-Empfänger sollen nun doch mehr Geld bekommen. Die Ampelkoalition hat sich darauf verständigt, die Bedarfssätze um 5% anzuheben. Der Wohnkostenzuschlag soll von 360 auf 380 Euro steigen. Die Änderungen sollen zum 1. August in Kraft treten. Das Bundeskabinett hatte bereits seine BAföG-Novelle auf den Weg gebracht, allerdings ohne höhere Regelsätze. In Mannheim ist gestern Abend ein AfD-Politiker mit einem Messer attackiert worden. Ein junger Mann hatte Wahlplakate entfernt. Als der AfD-Kommunalpolitiker ihn stellte, wurde er angegriffen und verletzt. Die AfD spricht von einer politischen Motivation. Die Polizei geht von einer psychischen Störung des Täters aus. Ein Ermittlungsrichter hat inzwischen die Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet. Bis zum Jahr 2050 wollen die EU-Staaten klimaneutral werden. Dazu gibt es Vorgaben, etwa für die Industrie, die Landwirtschaft und den Verkehr, zusammengefasst im sogenannten Green Deal. Doch bei der Umsetzung gibt es Widerstände, ebenso wie beim Klimaschutz weltweit. Das zeigt sich erneut bei den Beratungen in Bonn, wo die nächste UN-Klimakonferenz vorbereitet wird. Schon die 6.000 Teilnehmer aus aller Welt beim Klimagipfel in Bonn zeigen, der Klimaschutz ist eine globale Aufgabe, bei der sich allerdings nicht alle gleichermaßen beteiligen. Die Experten fordern mehr Tempo bei den Klimaschutzmaßnahmen und streiten über die Finanzierung. 100 Milliarden Dollar sind erreicht, aber es soll mehr werden. Die EU arbeitet seit 5 Jahren an ihrem Green Deal. Als der in Angriff genommen wurde, war klar, es ist eine große Aufgabe. Das ist der Start einer Reise, ein Moment für Europa, der einer bemannten Mondlandung gleicht. Es geht um 50 Einzelmaßnahmen. Das meiste wurde in der letzten Legislaturperiode in Gesetzesform gebracht. Beim Verkehr, in der Umweltpolitik, der Landwirtschaft, selbst in der Finanzpolitik. Doch jetzt müssen diese Gesetze auch in die Praxis umgesetzt werden, etwa bei CO2-Emissionshandel, Flottengrenzwerte für Fahrzeuge, erneuerbare Energienrichtlinie oder Lieferkettengesetz. Die wichtigsten Ziele könnten so erreicht werden. Weil bis zum Jahr 2030 das -55%-Ziel, das sich die EU gesetzt hat, wahrscheinlich erreicht wird.
vielleicht ein bisschen weniger als 55, aber im Kern wird es erreicht. Und das ist aus meiner Sicht für diesen Kontinent, für Europa eine große Sache. Doch es gibt Widerstand. Landwirte protestieren monatelang. Die Folge: mehrheitlich schwächt die EU zahlreiche Umweltauflagen ab. Über zu viele Regulierungen klagt auch die europäische Industrie. Die Europawahl ist also auch eine Entscheidung darüber, wie viel vom Green Deal bleibt und ob er auch ein Deal für die Industrie wird. In den USA geht Präsident Biden strenger gegen Menschen vor, die von Mexiko aus illegal die Grenze überqueren. Künftig soll es erlaubt sein, Migranten abzuschieben, ohne vorher ihren Asylantrag zu bearbeiten. Die neuen Regeln greifen, wenn im Wochendurchschnitt 2500 illegale Grenzübertritte pro Tag gezählt werden. Von heute an dürfen Grenzschützer bis auf wenige Ausnahmen alle, die über die Südgrenze in die USA kommen, umgehend des Landes verweisen. Ohne Prüfung des Asylanspruchs. Eine 180-Grad-Wende in Bidens Grenzpolitik. Eigentlich kennt das US-Asylrecht keine Obergrenze. Doch gestern hatte Biden per Verordnung bestimmt, kommen durchschnittlich mehr als 2500 Migranten pro Tag, wird das Asylrecht ausgesetzt. Ein Wert, der so niedrig ist, dass er zuletzt regelmäßig überschritten wurde. Heute kündige ich Maßnahmen an, die Migranten, die unsere Südgrenze unrechtmäßig überqueren, vom Asylrecht ausschließen. Migranten können dort kein Asyl mehr erhalten. Es sei denn, sie kommen über ein rechtmäßiges Verfahren ins Land. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte hat in Bidens Amtszeit Rekordhöhen erreicht. Ein Thema, das ihm im Wahlkampf gefährlich werden könnte. Im Kongress war ein Gesetz zur Neuregelung der Grenzpolitik an den Republikanern gescheitert. Auch weil Bidens Herausforderer Trump für seinen Wahlkampf auf Chaos an der Grenze setzt. Für ihn ist Bidens Verordnung reine Symbolpolitik. Joe Biden behauptet, sich endlich um die Grenze zu kümmern. Aber in Wirklichkeit ist das nur Fassade, weil er weiß, dass es in 3 Wochen ein TV-Duell mit mir geben wird. Unklar, ob die Verordnung vor Gericht Bestand hat. Menschenrechtsorganisationen haben bereits Klagen angekündigt. Präsident Biden war ursprünglich angetreten mit dem Versprechen, das von Trump ausgehöhlte Asylrecht wieder zu stärken. Jetzt geht er genau denselben Schritt wie sein Vorgänger. Der linke Flügel der Demokraten schreit auf. Aber bei den umkämpften Wählerinnen und Wählern in der Mitte könnte Biden damit tatsächlich Boden gut machen. Ein Meer aus schwarz-rot-goldenen Fahnen, guter Fußball und ganz viel Gemeinschaft. All das machte die Fußball-WM 2006 zum deutschen Sommermärchen. 18 Jahre später beginnt in der kommenden Woche die Europameisterschaft in Deutschland. Und wie eine ARD-Dokumentation zum EM-Start zeigt, hoffen viele auf ein neues Fußballfest. Die deutschen Champions-League-Sieger sind bei der Nationalmannschaft eingetroffen. Antonio Rüdiger und Toni Kroos von Real Madrid wollen am liebsten ins nächste Finale einziehen. Diesmal bei der EM im eigenen Land. Natürlich ist die Vorfreude riesig. Vor allem im eigenen Lande generell. Ich freue mich riesig, denn es ist auch wieder eine Chance. Eine neue Chance, auch die deutschen Fans zu begeistern. In ihrer Dokumentation geht Sportshow-Moderatorin Esther Sedlacek der Frage nach, ob es 2024 wieder zu einem Sommermärchen kommen könnte, so wie bei der Heim-WM 2006. Jetzt hat man den Eindruck, so langsam kommt auch in der Bevölkerung wieder ein bisschen Euphorie drauf. Die Leute haben wieder Bock, irgendwie Fußball zu gucken. Verantwortlich für den Stimmungsumschwung sind die letzten Auftritte der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der viel im Team verändert hat. Nicht nur die Rückholaktion von Toni Kroos soll helfen, Euphorie im Land zu entfachen. Wenn wir das parallel schaffen sollten zu sportlichem Erfolg, dass so ein Land, und wenn es für den Fußball ist, zusammensteht, dann wären das zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Auf ihrer Reise besucht Esther Sedlacek Menschen, die hoffen, dass das EM-Turnier mehr als nur Fußball ist und etwas bewegen kann, so wie damals 2006. Ich glaube, das kann ein richtiges, nicht nur Sommermärchen dann, sondern vielleicht Friedenszeichen mit dieser EM werden. Die Dokumentation Deutschland Fußball Sommermärchen 2024, heute um 20.15 Uhr im Ersten und auch in der ARD Mediathek.
Der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral war erfolgreich. Das Unternehmen Boeing hat zum ersten Mal ein bemanntes Raumschiff ins All geschickt. Der Starliner soll morgen die internationale Raumstation ISS erreichen. An Bord sind zwei NASA-Astronauten. Zuletzt waren zwei geplante Starts wegen technischer Probleme abgesagt worden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 6. Juni. In den Norden fließt kühle, in den Süden feucht warme Luft. In beiden Regionen ist es morgen wechselhaft, in der Mitte dagegen freundlich. Zu Beginn der Nacht gibt's noch Schauer und Gewitter, die aber nach Osten abziehen und dann klart es gebietsweise auf. Morgen im Norden und Südosten mehr Wolken als Sonne und einige Schauer und Gewitter, die im Südosten punktuell kräftig sein können. Im übrigen Land scheint längere Zeit die Sonne. Am Inn heute Nacht um 15, in der Eifel nahe 0 Grad. Stellenweise ist im Nordwesten Bodenfrost möglich. Nordwestlich einer Linie Köln-Berlin morgen unter 20 Grad, im Süden teilweise wieder sommerlich warm. Am Freitag vielerorts mehr Sonne als Wolken, in Küstennähe sowie südlich der Donau allerdings einige Schauer, im Süden auch Gewitter. Am Wochenende droht im Süden gebietsweise wieder Starkregen, im Küstenumfeld gibt es ein paar Schauer, sonst bleibt es recht freundlich. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es um die Arbeit der Helfer im Hochwassergebiet. Ingo Zamperoni fragt einen Feuerwehrmann, wie belastend der Job ist. Und wir blicken in die Normandie, wo Zeitzeugen an den D-Day vor 80 Jahren erinnern. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.